Guck, da ist die Bank. Sieht ja schick aus, die neue. Sieht schon von außen sieht sie ja schick aus. Ja, aber die Sitzplätze sind einfach der Knüller, also ja, die. Unterirdisch. Und warum sie da dann das nicht so gelassen haben wie bei den alten Dingern, verstehe ich überhaupt nicht. Bei den alten hast du ja die Sitzbänke gegenüber, dass du gegenüber sitzt. Und hier ja nicht mehr. Ja, das ist nämlich auch nicht so schön. Das ist, Es ist wirklich beschissen gemacht. Vodafone-Werbung. Waren wir noch nicht bei dem Biomarkt. Was da hinten ist, weißt du auch nicht, ne? Stefan Bolting mit einem Kollegen gemacht. Ach so. Geht, wie der Name schon sagt, um einen Anhalter, den... Und dann kamst du irgendwann wieder auf die Suche. ...an der Tanke aufgearbeitet hat. Der hat mir seine Lebensgeschichte erzählt, die hat mich sehr berührt. Ich habe ihm Geld gegeben. Ich bin öfter gefahren, als es hier so voll war. Und den Hintermorgen. Der Hintermorgen etwas, weil es ein Teil des Clownfilms. Als ich dann meinem Freund Sven Träger davon erzählte, hat er gesagt, unabhängigen Zeiten voneinander gesehen, und als wir die Geschichten übereinander gelegt haben, haben wir gemerkt, das kann überhaupt nicht stimmen. Der hatte gar keinen Krebs, sondern er hat tatsächlich einfach nur auf die Tränendrüse gedrückt, um Geld zu schnorren. Ach. Stefan und Sven haben diesen Typen dann gesucht und aufgefunden, und dann hat er mehr Geschichten erzählt, zum Beispiel aus der Jugendpsychiatrie. Und das in der Wanne, man wurde von der Nonne, hat einen in die Haare gezogen und ein, zwei Minuten den Kopf runtergehalten. Von Strafaktion, angeordnet von Gott, von Jesus Christus. Ja, was stimmt und was nicht und was für ein schweres Schicksal dahinter steckt. So, 30 Millionen Briten haben jetzt eine Impfung bekommen. Das ist die Podcast-Impfung. Dazu gibt es jetzt einen neuen Song für euch, denn wir lieben neue Musik. Wie viele Briten gibt es? 55. Ja. Also da fehlt nicht mehr viel. Nee. Dann ist das Land durch. Das Land ist bald fertig. Ja. Ja, glotzen tun die Leute immer. Ja, das hat doch auch. Nee. Schon mehr Zurückhaltung. Thank you.
Listhof. Das hier ist wieder die List. Ja, da war, glaube ich, mal ein Schwimmbad dran. Weiße Gebäude. Wo Listhof steht. Ah. Wahrscheinlich muss man da die Maske wieder tragen. Ja, da muss man Maske tragen. Nee, ist richtig belebt, ne? Ja. Spaziergang durch die Liste Meilen. Na gut, die Leute wohnen hier dann aber auch. Kaffee. Ja, ja. Können wir ja nicht immer. Ja, die Verhandlung, ja. Wie gesagt, der ist das aber nicht. Ja.
muss auch ganz schön verkehrssicher sein. Ganz so gefährlich ist das dann natürlich nicht, ne? Den lang zu bohren. Natürlich nicht. Eine Kirche, oh, wow. Nee. Ja, wenn du in der Stadt wohnst, willst du auch nicht immer in deiner Wohnung sein, dann geht's immer aus, ne? Ja. Da viele Leute hier aufeinander wohnen. Ja, eben, das ist es ja. Halt viele dann auch draußen. Siehst du, was hier. Was ja auch schön ist. So war es in Hamburg ja auch. Außerdem müssen wir jetzt hier rechts abbiegen. Es gibt verschiedene Wege. Ich wollte jetzt die Hertha-Straße und dann irgendwie da an der EGI und dann an der Nord-LB vorbei. Ah ja, ja. Du kannst natürlich auch von hinten rum hier den heißt du noch, wo deine alten Wegener Damm machen, aber. Ja. Immer viel Verkehr enorm. Ne? Wenn wir später dann wieder nach Haus fahren, dann haben wir um 7 essen. Ne? Ja. Wenn du da reingehst, in diese Passage rein. Nee, weil da kannst du, weil richtig da, mit Schaltern. Weil ich da umsonst Geld ziehen kann. Ja, da ist auch, kannst du Überweisungen, Unterlagen, da kannst du alles machen. Da habe ich mal für meine Mutter diese Überweisungsformulare geholt, weil sie da bei sich keine mehr kriegte. Das finde ich ja auch komisch. Ja, dann ist dein Kreislauf nicht in Ordnung. Ich bin mit dem Auto rumgefahren.
Die NSCT sitzen die nicht in Hamburg, der Hauptsitz? Keine Ahnung. Weiß es gar nicht. Ja, ja. Cityring hätten wir ja auch da abbiegen können und nicht durch die Stadt, und, sondern abbiegen und dann hier lang. Aber das wollte ich jetzt nicht. Manche Deutsche sind so dämlich ungeduldig. Das muss schon wehtun im Kopf. Warum schimpfst du jetzt? Das ist kein Grund. Vorhanden. Weil da wieder einer gehupt hat. Ich höre keinen Hupen. Kann ich gar nicht hören. Ich glaube auch du nicht. Und hier Musik. Hupen gehört, aber gut, dann hast du Hupen gehört. Komm, dann mach mal. Außenspur, weil ich will ja dann abbiegen. Wenn es sehr voll ist, dann ist das irgendwie blöd auf so drei Spuren. Da hinzukommen, wo man hin muss. Und da muss man auch noch wissen, wo man hin muss. Ja. Ja, hier fährt die Straßenbahn ja dann nicht zu Unrecht unter der Erde, ne? Bei dem Verkehr. Ja. Dann habe ich mal, das traue ich mir dann nicht. Hier ist noch Zug vor Dränge. Und der kommt auch mal hoch. Und ich komme dann gleich hin. Von heute. Enjoy the music. Ach, dann will er auch nur pfänden. Wollte noch gar nicht mal rüber. Ja, die Leute sind, wie sie sind hier. Ja, nicht nur hier. Das ist überall so. Jetzt rede ich nicht. Nein, in NRW sind doch, sie ganz sind doch, genauso. Natürlich sind sie genauso. Da bei den vielen Autos laufen auf dem Messeschnellweg nicht, aber auf dem, wie heißt der denn? Urschnellweg. Urschnellweg, glaubst du A40. Denn? Glaubst du denn? Ja, dann könnte ich das Rettung gehört. So mal, Gift draufnehmen. Schade, hätte man eben da parken können. Beim Museum. Dann hätten wir hier wieder rüber gemacht. Zu Fuß ist alles kein Problem. Ich verstehe, wieso haben die auch kein Parkhaus hier in der Nähe? Zum Glück nicht. Das ist ein Haus. Ach, guck mal, hier ist eine Baustelle. Ja.
startet der jetzt hier? Das ist schon richtig so. Das ist alles richtig so. Jo. Ja, ich bin mir manchmal nicht so sicher bei den Leuten. Kannst du aber. Nee, wirklich. Kannst du aber. Hamburger. Schon der zweite Hamburger. So, was soll man denn?